Südkorea-Interview mit dem Kreisschützenmeister Bernd Schweizer von Tell Lauchringe. Herr Schweizer, wir haben den Kreisschützetag hier in Stühlinge hinter uns. Sie gehen jetzt ins siebte Jahr als Kreisschützenmeister. Und heute die Versammlung, wie ist sie aus Ihrer Sicht verlaufen? Sind Sie zufrieden? Also ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Versammlung. Es sind nach wie vor leider noch der ein oder andere Posten unbesetzt geblieben aus der Vorstandschaft. Es ist natürlich verständlich, dass heute in der allgemeinen Zeit, in der keiner Zeit hat, halt eben auch ehrenamtliche Jobs leider nicht mehr so einfach zu besetzen sind. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir das in nächster Zeit wieder hinkriegen, dass wir eine komplette Vorstandschaft haben. Sie machen das jetzt schon einige Jahre hier. Ich habe gesagt, seit 2010 sind Sie an der Spitze vom Sportschützenkreis Hochrhein. Sie suchen immer wieder Leute. Jetzt habe ich gesehen, sind runde Wettkampfleiter in allen Disziplinen nicht besetzt. Wird das Auswirkungen haben auf die neue Saison? Werden die Schütze ihre Waffe im Schrank stehen lassen müssen? Ganz so dramatisch wird es sich Gott sei Dank nicht entwickeln. Die Kreisrunde-Wettkampfleiter fehlen leider schon eine gewisse Zeit und wir haben aber einen sehr engagierten Kreissportleiter, unseren Eberhard Jähle, der das dann alles auffängt. Es wäre natürlich schön, man würde endlich jemanden finden, der ihn da auch etwas entlastet, indem er Einzeldisziplinen dann übernimmt. Okay, jetzt haben wir heute bei der Versammlung gehört, dass Sie ja mit sehr viel Bürokratie zu kämpfen haben. Das war dieses Stichwort mit dem Waffenschrank, der nicht vererbt werden kann. Nervt das nicht manchmal auch, wenn man so als Funktionär auf so Kreisebene arbeitet? Doch, das ist schon wirklich ärgerlich. Also die immer restriktivere Handhabung im Waffenrecht ist ja äußerst schwierig. Also wir haben eigentlich als relativ unbescholtene Bürger, ich muss jetzt mal davon ausgehen, dass wenn wir jetzt die normalen Disziplinen betrachten, dann schießen wir alles nur mit Einzellader. Das heißt, jede Patrone muss vorm Schießen einzeln geladen werden. Okay. Also solche Waffen eignen sich auch nicht, um irgendwelche Terrorakte oder was weiß ich immer oder Verbrechen zu verüben. Und dennoch werden wir da mit Restriktionen überzogen. Vor einigen Jahren war es die Amokläufe in Winnenden, auch in Erfurt, die Schütze in Misskredit gebracht haben, weil das ja auch aktive Schütze waren. Jetzt sind es die Terroranschläge europaweit, die Schütze irgendwie zur Zielscheibe machen der Politik. Sehen Sie das auch so oder ist das überzogen? Ja, also ich meine, natürlich lässt sich es nicht wegdiskutieren. Es gibt auch Sportschützen, die in irgendwelche Bluttaten, muss ich jetzt sagen, verwickelt sind, das muss man ganz klar sehen. Allerdings scheue ich mich doch davor zu sagen, dass man über den Kamm geschert alle Sportschützen jetzt einfach hier grundsätzlich verdächtigt und das führt dann zu so Auswüchsen wie verdachtsunabhängige Kontrollen. Das heißt, ein Sportschütze muss jederzeit damit rechnen, dass irgendwann ein Kontrolleur erscheint und sich darüber vergewissert, dass die Waffen ordnungsgemäß untergebracht sind, also auch ohne dass kein Verdacht vorliegt oder ohne dass ein Verdacht vorliegt. Und ich denke, ich sehe es als puren Aktionismus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die tatsächlichen Kanäle mit illegalen Waffen zu überwachen, das läuft an der Schützenvereine vorbei vermutlich mal. Sowieso und bedarf natürlich einer deutlich größeren, eines deutlich größeren Aufwandes von der behördlichen Seite. Mhm. Aber da ist es natürlich einfacher zu sagen, nach außen hin, wir tun ja etwas und kontrollieren dann Sportschützen, die in aller Regel eigentlich, sage ich jetzt mal, aber ich meine, die Sportschütze machen ja intern auch vieles, wenn man da richtig zuhört. Es wird auch, also aus den Verbänden heraus wird, glaube ich, schon vieles getan, um die Sache auch intern auch unter Kontrolle zu kriegen, denke ich mal. Und es ist vor allen Dingen auch das oberste Ziel ist, die auch bei Heranführen von Jugendlichen, die ja bei ab 16 zum Beispiel dann erst im Schützenverein tätig werden können, auch bei dieser Heranführung ist das zentrale Thema, die Verantwortlichkeit und die Zuverlässigkeit zu schulen, eben um da, dem Rechnung zu tragen, dass wir doch mit Sportgeräten zu tun haben, die durchaus in der Lage sind, Personen zu verletzen. Das muss man schon sagen. Sportgeräte ist ein gutes Stichwort. Sie sind selber ja auch Schütze. Sie haben sehr viel mit Bürokratie zu tun. Sie müssen einen Kreisverband leiten.
Haben Sie selber noch Spaß am Sportschießen oder wie viel Zeit haben Sie überhaupt nur dann für sich übrig, dass Sie in den Schützenstand gehen können und was für Ihr Hobby zu tun? Ja, also ich muss sagen, der Vorsitzende des Kreisschützenverbandes, sage ich jetzt mal, der hat noch am meisten Zeit. Okay. Die Referenten haben tatsächlich weit mehr Arbeit als der Vorsitzende. Meine Aufgabe beschränkt sich in erster Linie auf Besuchen von Kreisvereinen und so weiter. Und deswegen habe ich sehr viel Zeit, um meinem Hobby nachzugehen. Und darüber hinaus sind meine Kinder aus dem Haus. Also insofern habe ich wirklich Zeit, um meinem Hobby zu frönen. Und das macht mir auch unheimlich Spaß. Das neue Jahr ist gerade mal 3 Wochen alt. Was wünschen Sie sich für 2017? Ich wünsche mir für 2017 neben Gesundheit und Zufriedenheit, vor allen Dingen, dass wir unsere Positionen besetzt kriegen, um eine Entlastung der jetzigen Vorstandschaft zu erreichen und dann in der Zukunft, eine differenziertere Betrachtung von Sportschützen im Verhältnis zu diesen Bluttaten, die mitunter passieren. Gut, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.